Ja, also wir gucken wieder auf ein Jahr zurück, das für uns sehr zufriedenstellend verlaufen ist. Wir reden ja schon seit vielen Jahren von schwierigen Rahmenbedingungen, die nicht besser geworden sind. Aber unter den Rahmenbedingungen selbst konnten wir durch natürlich viele Maßnahmen, die ergriffen wurden, die Ergebnisse konstant halten, konnten unsere Kunden halten, neue hinzugewinnen. Und darum sprechen wir von einem sehr guten Jahr 2017. Ja, die angesprochenen niedrigen Zinsen, das ist genau das, was uns auch antreibt in der Zukunft. Wir sehen da auch keinen signifikanten Wechsel in 2018. Tendenziell planen wir mit leicht steigenden Zinsen, aber es ist noch lange nicht auf dem Niveau, in dem wir uns die vielen Jahre zuvor bewegt haben. Und von daher sind genau das die Herausforderungen. Punkt 1. Zum Zweiten die erheblichen regulatorischen Anforderungen, die hier auf die Institute nicht nur in Deutschland, sondern europaweit zukommen. Und das große Trendthema Digitalisierung natürlich als eine nächste sehr große Herausforderung, die eine unheimliche Geschwindigkeit mit sich bringt und auf die wir uns natürlich einzustellen haben. Aber auch da gucken wir optimistisch in die Zukunft. Ich glaube, es ist genau die gesunde Mischung beider Themen. Es gibt unterschiedliche Kundentypen. Der eine will ganz einfach die Beratung face-to-face, seinem Berater in die Pupillen schauen. Das wollen auch wir. Unsere Mitarbeiter sind die Gesichter der Region. Andere kommen aber nicht mehr so oft in die Filiale. Viele nur noch einmal im Jahr. Und da bieten wir genau andere Kanäle an, die auch sehr gut in Anspruch genommen werden. Unser neues Kundenservice-Center, unsere neu geschaltete Internetfiliale. Und die gesunde Mischung macht es aus. Und eben die Mischung ist ja auch das Alleinstellungsmerkmal, was nahezu ausschließlich die Sparkassen zu bieten haben. Ja, ausbaufähig und dringend ausbauwürdig sind natürlich alle Geschäfte, die sich um die Provisionsthematik herunter bewegen. Das sind die Geschäfte mit unseren Verbundpartnern, ob Bausparen, ob Versicherung, das Wertpapiergeschäft, was gerade auch in 2017 ein Treiber war. Wir haben mittlerweile 405 Millionen Volumen ausschließlich in den Depot B-Beständen unserer Kunden. Das sind die Hauptfelder und Herausforderungen, wo wir wachsen können. Allen voran, aber insbesondere die Aktivseite unserer Bilanz hier oder die Aktivgeschäfte mit unseren Kunden, ob im privaten Wohnungsbau, gewerblichen Kreditgeschäft, Dispositionskredite oder das Konsumentenkreditgeschäft. Und da steigen wir seit Jahren, im letzten Jahr um knapp 10% gewachsen und da soll es auch weitergehen. Ja, wir sind da gemeinsam auch mit den südlichen Sparkassen von Görlitz-Bautzen über Cottbus bis eben hier nach Frankfurt sicherlich Vorreiter in der Zusammenarbeit auch mit der polnischen Seite. Wir erleben einen Zustrom und Wachstum von Kunden permanent, haben ca. 3000 mittlerweile an der Zahl. Die sind sehr zufrieden mit unserem Service, schätzen das Preis-Leistungs-Verhältnis. Das wollen wir ausbauen in allen Sparten. Den Erfolg, den wollen wir nicht ausschließlich für uns behalten. Wir haben nicht nur einen öffentlichen Auftrag, sondern ein Selbstverständnis, eine unheimliche Verpflichtung. Wir sind die Region, wir leben von der Region und geben genau das zurück. Und nur wenn es auch der Region gut geht, geht es uns gut. Und deswegen ist es uns auch ein Stück weit Herzensangelegenheiten, die vielen Initiativen in allen Bereichen über Sport, Kunst, Kultur, Soziales weiter zu fördern. Und es gibt uns dann auch recht, wenn wir mit diesen auch Menschen in Verbindung treten, zu den Projekten reden und wenn wir gemeinsam auch das Schöne erleben. Und das sind wichtige, weiche Standortfaktoren.